Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Last War. Heute am 23.10. hat es ein neues Update gegeben für die Kampfchips und darüber sprechen wir jetzt ein bisschen. Also, die Kampfchips, wo wir im letzten Video darüber geredet haben für die Drohne, gibt es so, ja, nicht mehr. Ja, gibt's schon, aber halt nicht mehr zum Steigern. Oder? Ja, doch auch. Ja, schauen wir uns dann an. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein neues Kampffortschrittssystem für die Drohnenchips. Und alle Chips, was man schon gelevelt hat, haben die Punkte eingeflossen in das neue Kampffortschritt-Level-System. Alle Kisten, was ihr nur habt von Kampfchips, werden umgewandelt in sowas da und sowas da. In die Materialien, wie es ja da steht. In die Chip-Materialien. Und nachdem der Kampffortschritt auf ein bestimmtes Level erhöht wurde, werden automatisch mehrere Chips freischalten. Also Stufe 1, 2, 3. Und nimmer so wie vorher, da man das mit Diamanten kaufen muss. Das, wo wir letztes Mal drüber geredet haben, dass die nächste Stufe bei mir 70 oder 50.000 Diamanten kostet für die vierte Gruppe. Sogar die 12.000 Dias wieder zurückkriegt. Das finde ich schon mal toll. Und dann schauen wir doch einmal das neue Drohnen-Dingse an da. So, durch die Rückerstattung von den ganzen beförderten Chips, was ich ja gehabt habe, also Level 60 und darunter, die Punkte eingeflossen in das neue Kampffortschrittsystem und bin auf Level 245, ohne dass ich heute irgendwas damit gemacht habe. Tippe, um Material hinzuzufügen. Ah, da kann man dann die hinzufügen. Schnell hinzufügen. Schnell hinzufügen. Befördern. Jetzt haben wir Level gemacht. Aha, da fügst du quasi die Materialien zu, die du bauen kannst. Also das vierte wird dann freigeschalten auf ein Level 450 und so weiter und so fort. Also die braucht man immer mit Dias kaufen. Ist natürlich für die, was vorher jetzt noch nicht mit Dias gekauft haben, ein großer Vorteil. Und ja. Aber die, was schon gekauft haben, haben da die Dias wieder zurückgekriegt. Das finde ich schon mal gut, weil das war jetzt echt ein Aufreger geworden. Die können auch nur aufsteigen, wenn man sagt, wenn man da 3 hat oder je nach dem Level halt. Die haben bei mir jetzt schon auf Level 2, also 2 Sterne. Das ist auf einem Stern, da kostet dann 2, eins habe ich schon. Die muss man wieder sammeln. Oder halt dann hier in der Chipfabrik bauen. Ja, hier in der Chipfabrik kannst du die bauen. Momentan kann ich nur die bauen, weil die werden freigeschalten ab am Labor ab Level 5. Aber ich steigere das jetzt erst, wenn wieder Bautag ist am Dienstag, um die Punkte zu nutzen, weil so dringend brauche ich das jetzt nicht. Ja, dann haben wir jetzt ein neues Drohnensystem. Warum nicht? Und momentan schütten sie uns ja zu mit Updates und Erneuerungen, dass uns nicht langweilig wird. Und natürlich kannst du das Zeug natürlich auch für Geld kaufen. Ja, wenn du schneller, stärker werden möchtest, kannst du natürlich auch Geld ausgeben dafür. Ist ja klar. Also die ganzen Chips und das Zeug bringt jetzt die Drohne auf 300.000 HP und 7.800 Angriff. Ja, ist schon mal nicht so schlecht. Kann man schon mal benutzen, ne? Genau. Es ist ja umgewandelt worden in die, was man vorher gehabt hat. Also bei mir jetzt alles in Gold, weil ich alle Teile in Gold schon gehabt habe. Ist das jetzt auch in Gold. Das ist schon mal nicht schlecht. Zuweisung stimmt auch noch. Das passt alles. Genau. So viel dazu. Events. Was haben wir denn? Wissensturm-Einteilung muss ich noch machen. Zombie-Event. Anzeigen, können wir da was bauen? Ja, haben wir noch einen Schlüssel rein damit. Okay. So, was ist nun neu? Was haben wir nun Neues gekriegt? Ja, die Drohnenfabrik. Aber da waren wir eh gerade drin. Die müssen wir dann noch steigern. Da kannst du dann die Teile aussuchen. Momentan ist bloß das erste freigeschaltet, weil natürlich auf Level 5 und das erste Gute, die gibt es ab Level 15 und Level 20 bis dann quasi auf Maximum, was die Chips angeht. Wo man die jetzt genau herkriegt, bin mir noch nicht so ganz sicher, ob man die nur kaufen kann oder ob man die auch über irgendwas anderes kriegt. Das Bingo kriegt man natürlich ein paar. Das muss man mal schauen, dass man das voll kriegt. Die Standarddinger habe ich schon alle, aber die, was jetzt länger dauern, also ist spät gekommen, oder meine LKW schon weggeschickt.
Genau, dann schaltet man das Bingo frei und dann kriegt man da die Kisten, wo halt dann das Material drin ist oder die XP eben für die Drohne dann schon drin sind. Genau, die Ölraffinerie habe ich mittlerweile gestern auf Level 25 hochgebracht und dann war der Eventtag vorbei. Da warten wir jetzt wieder bis nächsten Dienstag, wo wieder Gebäude dran sind, dann bauen wir das weiter aus. Sonst forsche ich weiter an T10-Truppen. Das zückt sich ganz schön. Aber das wisst ihr ja selber. Ja, wenn man da nicht massiv Geld investiert in Gold, dann geht da gar nicht so schnell was vorwärts. So, unser VS läuft gut. Ich hoffe, bei euch läuft es auch gut. Und wenn ihr noch mehr wisst zu den neuen Drohnenchips, gerne in die Kommentare damit. Lasst uns alle Enker Wissen mit nutzen. Gemeinsam ist es ja. Sind wir einfach nur besser. So, dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Das war jetzt ein kurzer Einblick in die neuen Drohnenchips. Sobald ich wieder was Neues weiß, gebe ich euch natürlich Bescheid, so wie immer. Und freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Servus.